Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grow Song of the Evertree. Mal schauen, was wir heute alles so haben. Sieh nach, ob Pallas Hilfe braucht, seine Bücher aus dem Gasthaus zu tragen. Wieso aus dem Gasthaus? Okay, also Stadtzufriedenheit gleich 0. Ja gut, das ist wahrscheinlich irgendwie wieder zurückgesetzt worden oder so. Drei Gebäude sind gebaut worden, aber es ist kein Miora gedingst worden. Das würde ich jetzt... Ach so, Ebenendistrikt. Ach, ich wollte gerade sagen. Okay, kann ich denn hier irgendwie auf die Wiesenquartiere wechseln? Nö, das Buch schließt sich automatisch, kann nichts anklicken. Vorbildliche Leistung bisher. Sehr schön. Okay, wir haben schon mal wieder das Nächste, was wir hier einfordern können. Wenn ich denn mal B drücken darf. Ah, jetzt. So, wo blinkt's denn? Da unten. Wir bekommen ekelhafte Tapete wegen einem wunderschönen neuen Bereich. Das ist irgendwie... Naja. So, Bad für Patrice. Das finde ich komisch, weil, ja, die den nicht haben wollte, beziehungsweise ich ihn ihr nicht geben konnte. Die T-Shirts, die haben wir immer noch nicht und wir müssen natürlich gucken, wie es Pallas geht. Zur Bibliothek müssen wir uns dann bewegen. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. So, ach, das sehe ich jetzt erst. Erkunde den Ebenendistrikt, um ein Liedfragment zu finden. Ja, das ist ja cool. Ich bin nur gerade überlegen, muss ich hier eigentlich noch irgendetwas machen? Ach ja, oh, halt, stopp. Es gibt noch Leute, die ich einziehen lassen kann. Mit dir habe ich, glaube ich, noch nicht geredet, oder? Juliana? Taverne. Ja, Moment, schon gut. Schon gut. Ich hatte doch... Moment, jetzt muss ich nochmal eben gucken. Ich hatte... Genau, ich hatte ein... Achso, da ist sie auch schon drin. Ein Café. Hatte ich denn noch irgendjemanden hier übrig, der eventuell für einen Café gekommen ist? Der möchte ein Friseur werden... Ja, tut mir leid. Vielleicht könnt ihr ja in einer anderen Gegend anfangen. Moment, ich sehe hier noch was Gelbes. Hallöchen. Ich hatte seit Ewigkeiten keinen erfrischenden Beere. Achso, Beere-Fülle-Salat. Achso, wenn du mir ein Stück Beere mitbringst. Okay, Fülle. Habe ich davon was? Nein, habe ich nicht, so wie es aussieht. Okay. Ja, schade. Werde ich mal gucken... werde ich mal gucken, wo habe ich denn hier meine Liste? Wie hieß sie denn jetzt? Ach, scheiße. Jetzt habe ich das gar nicht. Bleib mal kurz stehen. Rio. Ist übrigens ein eher nebenbei bemerkt. Fülle. Beere. So. Damit ich das nicht vergessen kann. Ja. Ist nicht schlimm. Ich wollte nur mal kurz geguckt haben. Muss ich mich da jetzt rüber beamen oder... Das sind eigentlich nur ein paar Meter, oder? Kann ich so hinlaufen? Ah, ich bin immer noch so aufgeregt. Jetzt ist ja der neue Bereich auch fertig. Hier irgendwo wurde alles frei gemacht. In der Höhle könnte ich nochmal gucken, aber da waren ja eigentlich nur die Käfer. Ach, hallo Leute. Ja, ach nee, ich kann euch ja noch nicht einziehen lassen. Ich habe ja noch gar nichts gebaut. Ah, Moment. Bauen. Ganz, ganz wichtig. Also, das sind alles nur die gleichen hier, die ich sonst auch hatte. Okay. Gut, wir machen hier eine Siedlung oder so. Wir bauen jetzt hier 20.000 Häuser auf einer Seite. Was habe ich? Achso, das ist dieses Gasthaus da oben. Ne? Können wir das schaffen? Eine schöne Errungenschaft. Keine Ahnung wofür. Vielleicht, weil ich das erste Haus jetzt im zweiten hier gebaut habe oder sowas. Ich weiß es nicht. Ach, da ist ein Baum im Weg oder was? Dann probieren wir das mal hier. Oder auch nicht. Hallo. Oder, ach so. Ach, ich bin so blöd. Okay, nee. 216 kostet so ein Haus. Das ist aber ganz schön schweineteuer hier.
Okay, einziehen lassen kann ich sie jetzt leider noch nicht. Red aber trotzdem schon mal mit mir. Hallo. Hey, 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 bedräng mich nicht. Ich kann mich gut alleine umsehen. Ja, kein Thema. Ich möchte dich auch gar nicht haben. Könnt mich doch alle mal. Stadtgarten. Wollen wir vielleicht reden? Ah, da wird sie aber freundlicher. Gerüchten zufolge gibt es jetzt einen zweiten Distrikt in Alaria. Ja, da stehst du gerade drin. Und es stimmt. Ich schätze, man kann doch alles glauben, was man hört. Das definitiv nicht. Aber ja, es gibt einen zweiten Distrikt. Was mit dir? Du kommst direkt freundlicher rüber. Das ist schön. Oh, hey, hi. Ich sehe mich gerade nur um. Aber wenn ich dir irgendetwas Bestimmtes brauche, kann ich immer zu dir kommen. Stimmt's? Ja, sie möchte die Farm. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet, ob man das eventuell mit diesem Tiergarten oder wie das da hieß, machen kann. Wollen wir reden? Also, ich muss echt sagen, du hast hier echt wundervoll gebracht. Alle sagen immer, dass es hier schön und sauber ist. Da stimme ich ihnen jetzt zu. Das ist schön, danke schön. Ja, ich würde dich gerne aufnehmen, aber ich kann noch nicht. Guten Tag. Ach du liebe Güte, ein Begrüßungskomitee. Wie wunderbar. Ja, ich besuche dein hübsches Städtchen. Gasthaus. Oh, Gasthaus? Ich habe viel Spaß dabei. Das ist schön. Ich bin nach Alaria gekommen, um mir euer neues Gasthaus anzusehen. Nicht unbedingt, um auch dort zu bleiben. Aber ich werde es mir überlegen, sollte es meinen strengen Genehmigungsprozess bestehen. Das ist schön, weil ich würde dich gerne aufnehmen als Arbeiter. Leider hatte ich noch nicht genug Myora. Wie sind sie denn hier die ganze Zeit am Knallen? Noch nicht genug Myora, um die Häuser zu bauen. Das heißt, ihr müsst noch eine Nacht hier übernachten, dann ist alles gut. Können wir hier eigentlich irgendwas machen? Nee, ne? Das ist einfach nur quasi zur Show, wenn man so will. Ah, da hinten, das ist ja jetzt auch frei. Genau. Sehr geil. Ja gut, ich soll den Ebenendistrikt ja sowieso erkunden. Ach so, ich muss noch die Schlüssel kaufen. Das wollte ich eigentlich gemacht haben. Das habe ich natürlich fast keinen. So, das war okay. Jetzt habe ich natürlich fast keine Dings mehr hier. Keine Myora. Gibt es hier irgendwas? Es hört sich so düster und kalt an. Ich kann hier nur den Berg hoch, aber hier ist nichts. Hallo. Kann ich hier was einsammeln? Oh, da, was sehen meine müden Augen? Und das meine ich diesmal wortwörtlich. Meine Augen sind wirklich müde. Kammer der Ankunft. Ah. Bin gerade wieder etwas aufgeregt. Es tut mir leid. Entdecke 15 neue Orte. Blaue Sternenbrille. Meine Stimme überschlägt sich übrigens auch so, weil ich ein bisschen, ja, erkältet auch. Ein bisschen angekratzt bin, würde ich fast sagen. Oh je. Oh, oh, oh. Was jetzt? Das war ein Hinweis darauf, was wir machen sollen. Da ich ihn nicht verstanden habe, könnte diese Episode etwas länger dauern. Ja, ins Wasser darf ich nicht. Das wissen wir ja mittlerweile. Heißt das denn, komme ich denn da hoch? Oder stürze ich jetzt ab, wenn ich hier rüber springe? Das war nur meine Frage. Das sind nur Überreste, denke ich mal. So, hat das jetzt irgendwas mit dem da oben zu tun? Kann ich mit dir was machen? Scheinbar nicht. Wahrscheinlich komme ich da oben raus und werde dann sterben oder sowas, wenn ich hier irgendwas anklicke. Ja, also ich kann es mitnehmen. Das ist schon mal gut zu wissen. Oder brauche ich das für da hinten eventuell? Das könnte natürlich auch sein. Haben wir da nur zwei von? Ich muss doch irgendwie... Also ich vermute, dass ich da vielleicht reinspringen kann und dann woanders auskomme oder sowas. Aber ich bin mir da jetzt momentan nicht so ganz sicher. Ich versuche jetzt erstmal das Ding hier rüber zu kriegen. Vielleicht können wir das irgendwie hier einsetzen. Vielleicht auch nicht. Okay, wir haben... Doch, aber das muss doch gehen. Wir haben einmal rund und wir haben einmal...
Ach, mit der Maustaste. Okay. Okay, okay. Dann... Ich habe mich jetzt gerade schon etwas gewundert. Geht mir doch mal alle aus dem Weg. Ich muss mich konzentrieren mit dem Springen. So. War mir denn das nächste? Da unten ist was Rundes. Das scheinen Gegner zu sein. Oh, da hinten ist aber was. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie rüber. So, und jetzt kriege ich die Krise. Nein! Ich kriege wirklich die Krise. Hilfe! Komme ich jetzt hier nochmal? Scheiße. Nein. Ja. Warum auch immer er mir dann den Fotomodus anzeigt. Wie soll ich denn da rüberkommen? Oh je, oh je. Also da käme ich dann auf die Seite. Aber ob ich so gut springen kann... Das werden wir jetzt die nächste halbe Stunde herausfinden, fürchte ich. Moment, da könnte man... Aber da komme ich... Springen kann ich nur einmal. Ich kann keinen Doppelsprung machen. Und selbst wenn ich rüber gleite, ich könnte da theoretisch vielleicht rüber gleiten. Aber dann laufe ich dem direkt in die Arme, oder? Oh, das klappt doch nicht. Also Doppelsprung, wie gesagt, kann ich nicht machen. Ich meine eigentlich, ich hätte mal einen machen können, aber naja, anscheinend nicht mehr. Also probieren wir es doch nochmal eben auf dem Weg hier. So. Aber keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Oder kriege ich dadurch eine Beschleunigung? Das kann vielleicht sein. Oder ein Auftrieb. Das ist auch gut. Ja, perfekt. Okay. Hm. Aber ich komme... Moment, da kann ich aber doch... Da kann ich nicht hochspringen. Wenn ich jetzt aber da hochspringe... Ach so, da ist auch einer. Ja, dann... Nehmen wir doch einfach den, ne? Ja, ist nur die Frage, wie komme ich jetzt wieder zurück? Muss ich darüber? Ich hoffe. Können wir hier eigentlich auch? Oh, hi! Hallo! Mist! Ich hoffe, der geht nicht kaputt, wenn ich den dahin werfe. Hi! Ja, du hast mich gefunden. Zeit, nach Hause zu gehen. Nein! Nein! Ja, Arschlöcher. Oh. Das ist jetzt aber gemein gewesen, dass der dann kaputt geht. Hallo? Okay, gut. Man soll ja nicht fluchen, aber wie war das? Darum. Ich meine, von hier aus könnten wir jetzt wieder nach Möglichkeit etwas vorsichtiger auf die andere Seite gehen. So. Perfekt. Teil 1 haben wir schon mal. Ich befürchte, es kommen noch sehr viele andere Teile. Ah. Brücken sind immer gut. Da kann man nämlich nicht so runterfallen. Ja. Okay, ich hatte mal wieder recht. Das sind auch so Dinger. Ja, die Seite haben wir ja schon gesehen. War aber noch irgendwas, das sah danach aus, als ob man es drücken kann oder so. Da unten. Achso, da oben auch. Ach du Schande. Und da oben ist dann das... Oh je. Euer Ernst jetzt, ja? Und ich denke mal, hier muss ich aber am Ende dann durch. Ich hoffe, dass wir nur die zwei machen müssen. Ach du Schande. Guck mal jetzt erstmal kurz hier, ob wir hier irgendwas... anscheinend nicht. Anscheinend ist das nur die Optik. Im Moment hier nicht. Geh du mal schön weiter. Hau mal ab, ich brauche Platz. Weg da! Es
weiß ich nur nicht. Hier können wir dem jetzt aber auch nicht entkommen, ne? Shit. Wie soll man das denn jetzt machen? Leute? Euer Ernst? Hallo? Geh mir aus dem Weg. Scheiße. Ah! Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wieder hochkomme. Ich glaube nicht. Ach, die fliegen durch. Ist das vielleicht auf Zeit? Kann das sein? Ah nee, ich komme ja auch wieder hoch. Oh Gott. Vermutlich ist es nicht so geplant, aber wir machen es jetzt mal so. Kannst du dich nicht ein bisschen schneller bewegen, bitte? Hallo? Feindliches Alienwesen, kannst du dich bitte ein bisschen schneller bewegen? Ich möchte mit dem Fragment... gut, das ist kein Fragment, das ist eine Box. Irgendwie möchte ich heute noch wieder zurückkommen. Hier irgendwas? Ne, passiert auch nichts, wenn ich damit daran laufe. So. So. Einmal. Scheiße. Und wie komme ich jetzt an das andere? Mal gucken, wo wir jetzt hier einen Weg finden. Kommt man da hoch? Oh. Ah, hi. Warum sage ich eigentlich hi zu Boxen? Ich weiß es nicht. Da kommt man hoch, aber da kommt man nicht hin. Oh, hier ist noch was. Aber man kommt hier drüber. Allerdings nur bis hier. Hier kann ich auch nichts machen, nehme ich mal an. Wo kommst du denn her? Schnell was nachgucken. Nee, da kann ich mich aber auch nicht verstecken. Oh, da ist noch was. Oder bin ich in dem Bereich hier vielleicht geschützt? Das ist jetzt nur eine Hoffnung. Wir können es mal ausprobieren. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wie ich hier hinkomme. Wir können mal ausprobieren, ob wir hier vielleicht geschützt sind, dass das so eine Art Blitzableiter ist oder so. Wenn nicht, gehe ich halt drauf. Oder kommt gar nicht nach hier. Dann gehe ich natürlich auch nicht drauf. okay. Das ist aber jetzt ganz scheiße. Ne? Jetzt kommt der andere in dem Moment runter. Ich habe hier aber keine Möglichkeit, mich zu verstecken irgendwo. Ich weiß auch nicht, bis wo der jetzt geht. Richtig, richtig Mist hier vorne. Oh, okay. 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 Kriegen wir das noch mal hin? Hilfe. Gott. Dürfen wir auch ein bisschen schneller hier rumschweben. Eigentlich sieht das ja so aus, als ob da einer von denen drin hängt in diesen Dingern. Ne? Oh. 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 Hilfe. Okay. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich jetzt hier wieder zurückkomme. Moment. Da müssen wir rum, ne? Ja. Perfekt. Oh.
Sag mir jetzt bitte nicht, dass wir dreimal solche Räume machen müssen. Dann kriege ich die Krise. Ist nicht euer Ernst, oder? Was? Oh Gott. Ganz oben. Ganz oben links von der Tür und dann ganz rechts. Dann öffnet sich vermutlich die Tür hier rechts oder so. Oh mein Gott, ist das euer Ernst jetzt? Ja, okay, das sind die Türen an den Seiten. Die bleiben aber offen. Ja, die bleiben offen. Okay. Dann machen wir am besten schon mal beide Seiten im Vorfeld auf. Komm, stell dich drauf. So. So. Aber da komme ich, glaube ich, so nicht hoch, oder? Ah, nee, da muss ich ja da hoch. Ich bin ja unten. Okay. Und das wäre dann quasi, wo ich dann weiterkommen müsste. Gut. Oder in dem Fall nicht gut. Ah, Moment. Eins können wir direkt so abholen. Das ist schon mal... Das ist wirklich gut. Kommen wir ein bisschen näher. Das haben sie sehr schön gemacht. Das finde ich sehr positiv. Dass man hier einfach nur rumlaufen muss fürs Erste. Oh Gott, oh Gott. Die Frage ist jetzt, wir müssen wahrscheinlich oben rüber springen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist der Runde. So. Die Frage ist auch, ob ich jetzt eben... nee, da war das. Ob ich jetzt eben geteilt habe und das jetzt ein neues Video ist oder ob wir jetzt ein komplettes Video machen. Ich weiß ja leider nicht, ob das jetzt die letzte Kammer ist, die wir öffnen müssen. Wenn danach jetzt noch eine Kammer ist und das eventuell sogar noch ein bisschen länger dauert, dann... Ja. Wo war denn das jetzt? Da hinten drin, ne? Ah, da habe ich auch keine Möglichkeit. Doch, da könnte ich ganz, ganz... Da könnte ich außen stehen. Hm. Boah, ich habe sowas von keine Lust auf den Scheiß. Okay. Die Frage ist, geht der jetzt hier rechts? Ah ne, der geht jetzt noch nach hinten. Das heißt, der wird hier wahrscheinlich, wenn er zurückkommt, ganz nach links gehen. Nehme ich an. Geht der da auch runter? Ne, da dreht er, genau. Da dreht er dann nämlich nach ganz außen. Gott, hoffentlich überlebe ich das. Oh, Leute. Ich meine, ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich reinlaufe. Eigentlich würde ich gerne mal bei einem reinlaufen, um mal zu sehen, was passiert. Aber wahrscheinlich kriege ich dann irgendwie einen Elektroschock und mehr passiert auch nicht. Oh Gott, das ist... Oh Gott, von hinten sah das so schmal aus. Ja gut, okay. Push. Da kann ich aber nicht irgendwie abkürzen oder so, dass ich da durchkomme. Nein, offensichtlich nicht. Scheiße. Na, was macht die denn? Wieso heilt die das nach vorne? Okay. Schaffe ich das noch auf die... Ich hoffe, dass die jetzt nicht irgendwie die Elektrizität anzieht. So, okay. Nein! Oh Gott! Leute! Macht sowas nie wieder mit mir! Ich würde nur gerne wissen, was da hinten eigentlich ist, wenn ich jetzt da dem einen folgen würde. Nee, Moment. Ach, das ist der, wo wir eben waren. Ah, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich hab
habe nämlich gesehen, dass unten die Truhen geöffnet waren. Das war der, wo wir davor gewesen sind. So, sehr schön. Tun wir den hier rein. Zack. Die Frage ist jetzt, wie viel müssen wir jetzt noch von diesen Kammern machen? Oder? 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 Haben wir hier schon? Wir haben das Fragment. Ich möchte gerne ein Bild mit dem Fragment haben, ohne dass man... Ja, ich kriege kein Bild mit dem Fragment hin. Schade. Okay, wir machen es so. Liedfragment der Entdeckung. Das Liedfragment vibriert in deiner Hand. Es sucht das Baumherz. Ja, damit wäre dann auch die Frage beantwortet. Ich habe eine andere Frage. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Damit wäre dann auch die Frage beantwortet, ob ich die Folgen gesplittet habe oder nicht. Ich habe sie dann nicht gesplittet. Wir werden jetzt noch schnell das... Ach, da hinten ist der Ausgang. Schnell das Fragment einsetzen. Und dann nehme ich die Folge beenden. Ich möchte nur gerne eine Sache mal eben wissen. Freundlich. Nö. Also das scheinen ganz normale Raupen und Käfer zu sein hier drin. Oh, ich bin so happy, ich bin so happy. Ich könnte mich eigentlich hinfliegen lassen. Ich habe keine Lust zu laufen. Weil hier hinten, nee, hinten kann man auch nicht weitergehen im Moment. Ah, was ist mit den... doch. Da müssen wir hin. Wir müssen ja, genau, da in die Kammer, ne? Aua. Schmeiß die Maus weg. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich das einsetzen soll. Geradeaus leuchtet's, oder? Links ist auch so komisch im Leuchten, aber ich denke, das soll hier rein. Erinnerungen des Immerbaums durchströmen dich. Die Aerum folgten dem Lied des großen Schiffes quer durch den Kosmos. Eines freudigen Tages kamen sie endlich auf meiner Welt an. Sie standen unter meinen Ästen und blickten nach oben. Wir bewunderten einander. Und ich gab ihnen den Namen Kinder des Liedes. Sie ließen ihre Schiffe und bauten Häuser um meine mächtigen Wurzeln herum, glaube ich. Die Immerlinge standen den Neulingen zuerst misstrauisch gegenüber. Aber sie freundeten sich bald an. Sie arbeiteten zusammen, lernten voneinander. Die Kinder entdeckten den Weg des Landes. Und neue Welten auf meinen Ästen. Sie halfen den Immerlingen mein Herz, das Lied der Uralten zu schützen. Ich war zufrieden, denn ich wusste, dass diese Jünglinge der Harmonie lauschten. Moment, bring das... Ja. Erhöhe die Harmonie im Ebenendistrikt auf 100% ist dann das nächste Ziel, was ich habe. Darf ich jetzt? Kommt noch was? Ich weiß es nicht. Okay, wir nehmen die zwei Sachen jetzt mal eben schnell noch an. Regenbogentapete, okay. Ah, ah. Was war denn hier mit den Blaupausen?
Tempelblaupause. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Keine Ahnung, warum ich jetzt dahin gelaufen bin. Ich wollte mir das nochmal angucken. Okay, ja, perfekt. Ich freue mich gerade wie dolle hier. Ich habe zwar keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte mal gezählt, dass wir 5 von denen brauchen. Ich bin mir nicht sicher. Gut, die Harmonie erhöhen wäre jetzt nicht schwer. Ich habe noch etwas vom Tag übrig. Nein, da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. So. Ach, gucke mal. Einmal sind wir reingegangen und wieder rausgegangen. Und schon ist unser Freund wieder hier. Den versorgen wir nochmal eben schnell. Es dauert aber echt ziemlich lange mittlerweile auf der Stufe, dass der sich verbessert. So. Wolltest du das Futter unter die Arme gestrichen haben? Ich glaube nicht, oder? So, ja, perfekt. Ich bin so wahnsinnig glücklich. Trotzdem würde ich sagen, dass ich jetzt hier erstmal die Folge beende und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ich denke mal am Ende des Tages. Also ich werde noch ein bisschen was arbeiten auf dem Baum, werde es noch zeitlich mitnehmen. Und mir eventuell noch einen neuen Baum erstellen. Aber ich denke mal, das mache ich mit euch zusammen am Anfang der nächsten Folge. Also ich werde nur die Sachen machen, ja, die einen sowieso nicht groß interessieren, beziehungsweise die ihr ja schon kennt im Hintergrund. Ah, ich bin gerade mega happy. Wir sind schon wieder ein ganzes Stück weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.